Planungsalina Raurika ist es so, dass wir am 6. März schon eine Sitzung haben mit der Regierungsrätin Begarara rund den Tisch im Bratelen. Da geht es vor allem darum, unsere wichtigste Verbindung von Süden nach Norden, das heisst Kraftwerkstrasse, die Anbindung an der Rheinstrasse, wie soll ich sagen, zu festigen. Der Kanton ist hier nicht so erfreut, aber ich glaube, und das ist die Meinung der ganzen Bevölkerung, Bratelen müssen eine Querung mehr haben. Und wenn nicht die in Salina Raurika haben, wo eine grosse Bebauung stattfinden soll, dann welche? Und darum werden wir das dort zur Sprache bringen. Weiter ist es auch so, dass die Tramverlegung sehr gut angekommen ist überall, dass wir durch eine Grüße durchgehen und dann in die Mitte von Salina Raurika, nicht an Rhein ab, das hat der Landrat so beschlossen. Und dann gehen wir aber nicht an die Haltestelle Salina Raurika, sondern wir gehen auf Augsten oder 70er halten, das macht Sinn. Da gibt es einen Busbahnhof, wo man umsteigen kann. Das wäre das zu Salina Raurika. Denn die Ortskernplanung ist das, wo uns noch ein bisschen Sorgen macht. Da geht es darum, dass ein Haufen Investoren hier wären, werden investieren, aber wir hier zum Teil noch gehindert werden vom Kanton, sei es wegen Dachfenster, Sonnenkollektoren oder moderne Aufbauten an alten Häusern. Ich denke hier an die Bürgergemeinde, die auf dem Schmittiplatz das Öbelhaus umbauen will und wir hier eigentlich nicht weiterkommen, weil im Hinterhof ein Lift hin soll. Und ich meinte eigentlich, das braucht es, wenn man dort will, guten Wohnraum machen will, dann sollte man doch einen Lift bauen. Und ich sehe nicht ein, warum das nicht architektonisch gehen soll. In der Sandgrube unten sind wir dran, um zu schauen, dass wir die ganzen sanitären Anlagen können verbessern können, weil die sind jetzt das Jahr 50 Jahre alt. Die Kabinengröße, die Kabinenanzahl ist zu klein und vor allem der Schwimmbadkiosk, wie auch keiner mehr ist, dass wir den neu machen können. Und da sind wir verpflichtet, weil doch auch dort die Bürgergemeinde im Jahr 2000 über 2 Millionen Franken gespendet hat für die Aussenanlagen, die wir jetzt ergänzt haben mit dem Kunststrasse. In Bratelen haben wir im Jahr 2010 mit der Firma Metron eine Schwachstellenanalyse zum Langsamverkehr durchgeführt. Wir haben mit einer Begehung mit über 30 Leuten alle Quartiere aufgesucht und die Schwachstellen analysiert. Es geht darum, dass Velofahrer, Fußgängerinnen können melden, wo es Probleme gibt. Leute mit Gehbehinderung, die mit Rollatoren unterwegs sind, können melden, wo Schwierigkeiten sind, zum Überschwellen kommen. Es geht darum, schwierige Einmündungen, Querungen zu identifizieren. Und das haben wir alles erfasst und dann Massnahmen zweckgeschustert, die jetzt in den nächsten Jahren sollen umgesetzt werden. Und zwar im Dorfkern selber, aber auch in den Aussenquartieren probieren wir jetzt wirklich die Schwachstellen zu nehmen. Zum Beispiel an der Schauenburgerstrasse Sicherheit für die Fußgänger sorgen, dadurch, dass man eine Fußgängerzonenstreifen ausscheidet oder dass man die schrägen Trottoir behebt, dass man dort, wo die Trottoirstellen ganz eng sind, mehr Raum schafft, dass man Fußgängerstreifen sicherer gestaltet. All diese Massnahmen werden in den nächsten 4 bis 5 Jahren umgesetzt. Im Departement Bau, respektive auf der Abteilung Bau von der Gemeinde Bratelen, kommen diverse Schwerpunkte auf uns zu in den nächsten paar Jahren. An der Informationsveranstaltung haben wir darüber im Detail informieren. Einerseits das Feuermagazin, das wir bis 2013, im Herbst 2013 realisieren wollen. Dort wird der Gemeinderat eine Baukommission jetzt einsetzen und fängt dann an mit der Umsetzung von dem erfolgreichen Beschluss von der Volksabstimmung. Gemeindeverwaltung sind wir in der Planung, wir werden demnächst in den Einwohner gehen, im Laufe dieses Jahres. Geplant ist ein Bau auf dem Coop-Parkplatz an der Bahnhofstrasse. Denn im Verkehr haben wir ein Gutachten machen lassen, ein Verkehrskonzept, das bereits bestanden hat, haben wir weitergeführt, mit den neuesten Zahlen aktualisiert. Dort hat sich ergeben, dass die Nord-Süd-Verbindung die Hauptschwachstelle ist in Bratelen, im Zusammenhang mit dem Verkehr, den wir im Grüssengebiet haben. Und dort haben wir gesehen, dass die Nord-Süd-Verbindung vor allem über die Kraftwerkstrasse zu einer Entlastung führt. Der zweite könnte man sich vorstellen, vom Kreisel Aqua Basilea ins Niederfeld runter, aber das ist eher ein bisschen Zukunftsmusik. Im Dorf Kern haben wir ein Gestaltungs- und Betriebskonzept gemacht
von der Strasse. Dort sehen wir vor, dass die Schlossstrasse zumachen bis zur Einfahrt auf einen grossen Mattschulhausplatz. Und da wollen wir dann Schloss mit dem Schlossgarten wieder verbinden. Im Schlossgarten sind früher Trostallungen gesehen, wenn man weiter in die Geschichte zurückblickt. Wir sind gerade bei der Schlossstrasse, da komme ich auch gerade zum Schlossschulhaus. Da wird der Einwohnerrat womöglich auch in diesem Jahr darüber empfinden können, ob er eine Sanierung will oder allenfalls einen Abbruch. Der Gemeinderat hat beschlossen, dass wir das Schlossschulhaus erhalten und renovieren, respektive sanieren. Sie merken, wir haben verschiedene Projekte, wir sind aktiv, Bratteln lebt. Die SBB hat vor einem guten Jahr ein Projekt vorgestellt, wo sie den Durchgang vom Brattler-Engpass vor allem für den Güterverkehr so erweitern, was von jetzt 5 Gleise auf 8 Gleise hat sollte, weiter bestehen. Das Ganze hat der Gemeinderat abgelehnt, weil es hat eine Überwerfung gegeben, die rund 30 Meter hoch gewesen wäre und so über Gleis geführt hätte. Der Gemeinderat hat eine Verbesserung gewünscht und die ist jetzt prompt gekommen. Ein Jahr später hat die SBB wieder uns gezeigt, wie es jetzt aussehen mit einer Unterwerfung. Es ist ähnlich schmal immer noch, nur ist jetzt das, was man früher hatte, wo man bei der Hering eine Verengung machen wollte, also Richtung Süden vom Bahnhof aus gesehen, hat man jetzt Richtung Norden verlegt. Und das heisst mit anderen Worten, es würde dort, wo jetzt der Coop die Gleise hat beim Zuckersilo, dort würde es dann durchführen und würde dann Richtung Kaiserauch gehen. Es gäbe also jetzt eine Unterwerfung. Unbefriedigend ist es immer noch. Das heisst, also der Gemeinderat hat wiederum nicht gross Freude daran. Man hat gefunden, man müsste noch mal etwas besser machen. Uns schwebt nach wie vor halt vor, dass man würde einen Tunnel machen, der praktisch von Ausgangsmuttens Rangierbahnhof bis ins Mittelland wird führen, vor allem für den Güterverkehr. Weil der Personenverkehr geht ja größtenteils schon durch den Adlertunnel. Und das andere wird leider immer noch praktisch durch den Brattler Bahnhof geführt. Vor allem die Gefahrengüter sind uns einfach ein Dorn im Auge. Was wir werden, und da tun wir darauf pochen vom Gemeinderat, wir werden nur mal darauf insistieren, als die SBB das genau vorstellt. Das haben sie uns versprochen. Es sollte also einen öffentlichen Abend geben, wo wir dann das ganz klar entscheiden lassen, was jetzt passiert.